Helden des Glaubens hat Kirche in Not während des Weltjugendtags in Lissabon vorgestellt. Mit Fotoausstellungen, Dokumentarfilmen und lebendigen Zeugen aus der verfolgten Weltkirche machte das Hilfswerk auf die Schicksale von Christen in Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit aufmerksam. Vom 1. bis 6. August haben Jugendliche aus aller Welt in der portugiesischen Hauptstadt ihren Glauben gefeiert. Der Militärputsch im Niger hat die ohnehin schwierige Situation der Menschen dort noch weiter verschärft. Aufgrund der prekären Sicherheitslage kommt kaum humanitäre Hilfe im Land an. Die Bevölkerung lebt im Elend. Terrorangriffe richten sich weiterhin gezielt gegen die christliche Minderheit mit ihren Kirchen und religiösen Einrichtungen. Viele Christen üben ihren Glauben daher nicht mehr öffentlich aus. Auch im Sudan haben die Christen weiterhin unter dem dortigen Bürgerkrieg zu leiden. Angegriffen wurden in letzter Zeit die koptischen Kathedralen in den Großstädten Khartoum und Omdurman. Der Bischof, Priester und Kirchenmitarbeiter wurden bedroht und sollten gezwungen werden, zum Islam zu konvertieren. Die Christen widersagten unter Lebensgefahr. Generell mangelt es im Sudan an Lebensmitteln, Wasser und Strom. Soldaten halten Häuser von Zivilisten besetzt. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Hilfe.